rufe auf den Tagesordnungspunkt 2 zur spontanen Fragestunde. Zuerst erfolgen die Wortmeldungen nach der Stärke der Fraktionen mit je einer Fragestellung. Es beginnt der Kollege Greinz von der SPD-Fraktion. Bitte schön. Ich frage den regierenden Bürgermeister, welche relevanten Ergebnisse können Sie uns von der gestrigen Aufsichtsratssitzung der Flughafengesellschaft berichten? Na, Sie wollen es doch wissen. Bitte schön, Herr regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Kreins, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie auch der Presse zu entnehmen war, hat der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft gestern in einer vorgezogenen Sitzung getagt. Die wesentlichen Ergebnisse dieser Aufsichtsratssitzung bezogen sich einerseits auf die Aufstellung des Aufsichtsrats selber. Es hat einen Wechsel gegeben im Aufsichtsratsvorsitz von meiner Person hin zum Ministerpräsidenten Platzek. Und ich bin Stellvertreter geworden und der Kollege Bomber hat den Vorsitz im Projektausschuss übernommen vom Kollegen Christophers aus Brandenburg. Damit ist unterstrichen worden die gemeinsame Verantwortung aller drei Gesellschafter für dieses Projekt. Und ich glaube, dass das auch für die Zukunft ganz wichtig ist, dass diese gemeinsame Verantwortung nicht nur erkannt wird, sondern vor allen Dingen auch wahrgenommen wird. Darüber hinaus hat es Änderungen gegeben im Bereich der Geschäftsführung. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, die Geschäftsführung zu erweitern um eine Person, einen Geschäftsführer für den Bereich Finanzen, wobei dies auch noch gegebenenfalls erweitert werden kann durch den Bereich Personal, zu installieren. Darüber hinaus ist der bisherige Sprecher der Geschäftsführung, Herr Dr. Schwarz, abberufen worden aus seiner Funktion als Sprecher der Geschäftsführung und Geschäftsführer. Und der Aufsichtsratsvorsitzende ist beauftragt worden, in Zusammenarbeit mit dem Präsidialausschuss die entsprechenden Neubesetzungen vorzubereiten, um hier möglichst zügig auch dann die Vakanzen zu füllen. Darüber hinaus ist sehr ausgiebig darüber diskutiert worden, die Analyse vom technischen Geschäftsführer Herrn Ammann, der ja mit seinem Vermerk vom 4. Januar, den drei Gesellschaftern hat zukommen lassen, mitgeteilt hat, dass der vorgesehene Eröffnungstermin am 27. Oktober nicht zu halten ist. Er hat noch mal eingehend erläutert die einzelnen technischen Problemstellungen, die dazu geführt haben, und erläutert seine Einschätzung, warum das trotz eigener anderer Analysen nicht möglich ist. Und vor allen Dingen ist auch ausgiebig erörtert worden, was zu tun ist, um tatsächlich dieses Projekt zu einem Erfolg zu führen. Was aus meiner Sicht jetzt ganz wichtig ist, ist die Notwendigkeit, dass die Akteure, die vor Ort tätig sind, gemeinsam Lösungen erarbeiten und nicht, dass, wie das so der Eindruck sein konnte, ich glaube, es ist nicht nur mein Eindruck, in der Vergangenheit jeder seine Position nur rechtlich hat absichern lassen und versucht hat, auch diese Position dann zu verbessern. Bei allen Streitereien über frühere Leistungen und auch zukünftige Aufträge muss es ja ein gemeinsames Interesse geben, hier in einem kooperativen Bauen diesen Erfolg herbeizuführen, auch gerade da, wo es technische Probleme gibt, die zu lösen sind. Dies ist die Aufgabe für die Zukunft und daran müssen wir alle gemeinsam arbeiten. Vielen Dank, Herr Kollege Kreinz. Eine Nachfrage? Nicht der Fall. Dann kommen wir zur zweiten Frage des Kollegen Frederici von der CDU-Fraktion. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage den Senator für Stadtentwicklung und Verkehr zum Flughafen Tegel. Meine Frage ist, inwieweit werden die vorhandenen Kapazitäten am Flughafen Tegel für die Abwicklung des Flugverkehrs bis zur Inbetriebnahme des neuen Flughafens Berlin-Brandenburg optimiert? Bitte schön, Herr Senator Müller. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Frederici, es gibt ja durch die Verschiebung des Flughafens BER zur Weiterführung des Flugbetriebs in Tegel keine Alternative. Und man muss auch sagen, dass das natürlich zurzeit auch schwierige Rahmenbedingungen sind, aber dass trotz
dieser schwierigen Rahmenbedingungen problemlos alle Kapazitäten abgewickelt werden können, dass das alles problemlos funktioniert und reibungslos, der ganze Flugbetrieb in Tegel. Aber um auch zu sehen, wie man sich jetzt auf diese neue Situation einstellen muss, einstellen kann, haben wir einen Koordinierungsausschuss einberufen. Alle am Luftverkehr Beteiligten werden dort zusammenkommen unter Vorsitz meiner Verwaltung auch der Luftverkehrsbehörde. Und wir werden die Ergebnisse, die ja jetzt schon erarbeitet werden, die Einschätzung der Beteiligten, werden wir zusammenführen am 30. Januar und werden dann auch Ergebnisse präsentieren können, Schlussfolgerungen ziehen. Im Besonderen spielt natürlich eine Rolle, wie eben dieser reibungslose Weiterbetrieb sichergestellt werden kann. Immer wieder tauchen ja zum Beispiel auch auf die Fragen der Gepäckbeförderung, wie und was muss da gegebenenfalls auch verändert werden oder entsprechend abgesichert werden. Wie sieht es bei den technischen Bereichen aus? Auch die landseitige Zuwegung spielt eine Rolle. Winterdienst natürlich auch spielt eine Rolle. Also sowohl technische wie auch bauliche oder personelle Fragen werden dort zusammengeführt werden. Und wie gesagt, Ende Januar können wir das dann auch entsprechend darstellen. Vielen Dank. Eine Nachfrage. Bitte schön, Herr Friederici. Ja, vielen Dank, Herr Senator. Ich habe noch eine Nachfrage. Können Sie uns noch etwas zum aktuellen Sachstand sagen zu den beantragten Flügen in den Randzeiten am Flughafen Tegel, also morgens und abends? Herr Senator Müller. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, erstmal muss man sagen, unsere Nachtflugbeschränkung gilt ja von 23 bis 6 Uhr und dort finden auch keine planmäßigen Flüge statt. Es entsteht ja immer wieder der Eindruck, dass auch durch die Probleme im Zusammenhang mit dem neuen Flughafen ein Druck entsteht, wohl schon seit einem Jahr Zeit haben einige die Vermutung in Tegel, dass in den Nachtzeiten planmäßige Flüge stattfinden. Das ist nicht richtig. Sie werden gar nicht beantragt, aber sie würden von uns auch gar nicht genehmigt werden. Also darum geht es überhaupt nicht. Wir haben auch nach wie vor keine signifikanten Steigerungen im Luftverkehr im Moment in Tegel zu verzeichnen. Es gibt auch, ich hatte das schon mal auch hier im Parlament dargestellt, keine Sondergenehmigung, keine pauschalen Sondergenehmigung. Wir hatten eine Ausnahmesituation, wo wir schnell helfen mussten in den Ferienzeiten, in den letzten großen Ferien. Aber darüber hinaus gibt es keinerlei irgendwelche pauschalen Sondergenehmigungen von unserer Seite. Also es bleibt dabei, dass wir sehr restriktiv umgehen, auch mit verspäteten Flügen, die also möglicherweise zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr oder darüber hinaus dann reinkommen. Wir gucken uns das im Einzelfall an. Es muss im Vorgriff im Einzelfall beantragt werden, nicht erst im Nachhinein, wie es international eigentlich auch übliche Geflogenheit ist. Bei uns muss das im Vorgriff passieren und wir gucken uns das sehr genau an und sehen dann auch zu, dass das entsprechend vermieden werden kann, dass diese Randzeiten gegebenenfalls noch für Flüge genutzt werden. Vielen Dank. Dann die nächste spontane Frage des Kollegen Lux von den Grünen. Bitte schön. Danke schön, Herr Präsident. Es geht um die Mordserie des rechtsextremen Terrornetzwerks Nationalsozialistischer Untergrund. Und ich frage den Innensenator, wann haben Sie die Ergebnisse der polizeilichen Prüfgruppe rechts, also nicht die des Sonderermittlers, zur Kenntnis genommen und aus welchen Gründen haben Sie entschieden, diesen Bericht nicht zu veröffentlichen, obwohl Sie in entsprechenden Antworten auf Fragen meiner grünen Fraktion, aber auch auf die Fraktion der Linken, sich genau auf die Ergebnisse dieser Prüfgruppe rechts bezogen und auf diese verwiesen haben? Herr Senator Henkel, bitteschön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Kollege Lux. Als Frau Koppers seinerzeit auf dem Höhepunkt der Debatte diesen Prüfbericht rechts angekündigt hat, war von Anfang an klar, dass es sich um einen internen Prüfbericht handelt. Das war auch Ihnen klar. Und insofern ist das, was wir bereits am Montag an Diskussionen zu diesem Thema hatten und zu dem, was Polizeipräsident Kant zu diesem Thema ausgeführt worden ist, auch mein Kenntnisstand. Noch einmal, es ist zunächst einmal ein interner Prüfbericht, so wie es der Polizeipräsident am Montag im Innenausschuss meines Erachtens nach auch deutlich gemacht hat. Eine Nachfrage des Kollegen Lux, bitte schön. Muss man erst mal verstehen, vielen Dank. Für jemanden, der ja wie Sie maximale Transparenz versprochen hat und sich zum Chefaufklärer in der Sache selbst ernannt hat, reden Sie ein bisschen wenig. Ich hatte immer das Gefühl, dass jemand, der aufklären will, auch mehr liest und auch ein bisschen mehr über die Sache redet. Aber vielleicht können Sie ja uns hier erklären,
weshalb bestimmte Teile des Sonderberichterstatters und seines Berichts geheim gehalten werden und aus welchen Gründen diese nicht veröffentlicht werden. Bitte schön, Herr Kollege Henkel. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kollege Lux, wir können diese Dauerdiskussion über die Frage, welche Teile dem Geheimschutz unterliegen und welche nicht, gerne immer und immer wieder führen. Wenn Sie die Erwartung haben, dass ich mehr rede, hätte ich umgekehrt die Erwartung, dass Sie einfach mal zuhören und zur Kenntnis nehmen, warum bestimmte Dinge in diesem Bericht eben dem Geheimschutz unterliegen. Dasselbe gilt im Zusammenhang mit der Frage, warum wir sozusagen uns nach wie vor daran gebunden fühlen, der V-Person die gemachten Zusagen nach wie vor einzuhalten. Ich finde, es ist nicht besonders schwer, einfach mal zu begreifen, nachdem wir mehrfach erklärt haben, welche Teile wir öffentlich machen und welche Teile wir aufgrund gegebener Zusagen, das ist der Teil der Beantwortung Ihrer Frage, eben nicht öffentlich machen. Das ist insgesamt nicht so schwer und hat mit der Qualität der Aufklärung, Herr Kollege Lux, überhaupt nichts zu tun. Wir haben als Innenverwaltung sehr transparent verfahren. Sie haben, ich denke, mittlerweile alle relevanten Akten Einsicht nehmen können, im Geheimschutzraum oder auch öffentlich. Und der Bericht der Sonderermittler des Feuerberg am Montag vorgestellt hat und der ja zu einer dreieinhalbstündigen Debatte im Ausschuss geführt hat, ist, glaube ich, ein Produkt der Transparenz und der Aufklärung. Und das sollten Sie zur Kenntnis nehmen. Wenn Ihnen an dieser Stelle noch was fehlt, empfehle ich Ihnen die Lektüre noch mal anheim. Für die Fraktion der Linken jetzt Frau Kollegin Kittler. Herr Präsident, meine Frage richtet sich an Frau Senatorin Scheres. Angesichts der Arbeitskampfmaßnahmen Angestellter, vor allem junger Lehrerinnen und Lehrer an den Berliner Schulen und ihrer berechtigten Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit, welches Konzept der Senat verfolgt, um die Nachteile, die angestellte Lehrerinnen und Lehrer gegenüber ihren verbeamteten Kolleginnen und Kollegen in Berlin, aber auch gegenüber angestellten Kolleginnen und Kollegen in den anderen Bundesländern im Laufe ihres Berufslebens haben, auszugleichen, auch durch tarifliche Festlegung. Bitte schön, Frau Senatorin Scheres. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kittler, vielen Dank für Ihre Frage. Ihnen ist bekannt, dass der Senat 2009 schon eine Erhöhung der Gehälter der angestellten Lehrerin, also der Junglehrerin, vorgenommen hat von 1.200 Euro, dass jetzt ein Junglehrer mit zwei Fächern 4.400 Euro brutto verdient. Das hat man gemacht, um sozusagen die Gehälter der Junglehrer mit den Gehältern der jungen Beamten anzugleichen. Und man hat dies eben gemacht, indem man die Junglehrer in die Erfahrungsstufe 5 einsortiert hat, was auch richtig so war. Eine Sorge, die ja jetzt auch bestand in den letzten Monaten, dass man die Junglehrer wieder aus der Erfahrungsstufe 5 rausnimmt im Zusammenhang mit dem Eintritt in den TDL. Und hier die gute Nachricht, das habe ich ja auch schon an verschiedenen Stellen deutlich gemacht, dass die Einstufung in die Erfahrungsstufe 5 bis 2017 gesichert ist und dass dann danach Herr Nussbaum dieses Thema aufgreifen wird und weiter verhandeln wird in der TDL. Ein weiterer Punkt, der auch angesprochen wird oder so empfunden wird, der Junglehrer als ungerecht, ist die Situation, dass es einzelne Lehrerinnen und Lehrer gibt,